So, hallo werte Panzerfahrer, heute mal wieder ein Video von mir, und zwar mit dem Chinesen Premium TD der Stufe 8, dem WZ-120-1FT, der ja für Schule schon nice ist. Man hat halt 248 Pennen, 240 Schaden auf der AP und 310 auf der, also 310 Durchschlag auf der Heat, also auf der Premium-Munition oder leistungsgescheiterte Munition. Und ja, wir sind auf Fischerbucht. 5-10er Matchup ist okay. Ist mir sogar lieber als 3-5-7, aber mich stört da jedes Matchup nicht. Oder Matchmaking da jetzt, was das damit auf nicht, weil komme ich mit dem doch relativ gut durch. Und wenn nicht, habe ich halt ein paar Premium dabei und würde schon. Das Team verteilt sich gut da in der Mitte auch, und auf der anderen Seite sind zwar relativ viele Heavies überraschenderweise. Aber okay, wir sind halt zur Zeit irgendwie teilweise auch auf anderen Karten und in niedrigen Tierstufen. Komisches Match, komische Teams, also Teams fahren teilweise in komische Position mit diesen Panzern, also Heavy zum Beispiel. Aber okay. Mit da hinten auf C2 auf so ein Eck bewegt. Konnte da jetzt den einen der Scouts vom Gegner rausnehmen. Da sah es dann schon besser aus. Habe jetzt dann hier hinter dem Busch da gestanden und versucht nicht darauf zu gehen. Nächste mein Kollege hier neben dran mit der Torte, ist. Da kam jetzt dann ein Super Pershing. Da ist dann ja in der Mitte, ich habe immer wieder auf Mitte geschaut, ist zwar durch, dass der kein Turm hast, immer ein bisschen nervig, wenn rum und her switchen wegen der Aimtime, aber es ist halt bei einem turmlosen TD so. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, geht's. Und der hat zwar, weiß ich, Chinesisch von der Kanone her eher Russentechnik, nicht so tolle Aim-Timen, aber es geht. Also ich hab's dementsprechend, wir brauchen gute Kronen so drauf, dann geht's. Dann habe ich versucht hier auf den S, also in die Mitte zu wirken, wo die Heavies STI und der C10 rum umeinander sind, aber da kommen nicht drauf, die stehen hinter irgendwelchen Häusern. Und ja, ist halt ein bisschen zäh, steht auch erst 1:1 und sind nur noch knapp 3 Minuten. Aber das ist halt so, wenn du halt viele Heavies hast, dann geht es halt schon auch ein bisschen zäher, und ja, versucht da der Super Pershing mit einem Push. Das ist halt, so sollte man halt nicht machen, wenn da so viele rumstehen. Vom Gegnerteam. Also recht wird nicht. Dann ein Guard, ein M4, 49 AMX von den Franzosen, Pantera, vorne noch eine Tortoise, T10, Mäuschen, also dann machst du so einen Push eigentlich nicht, und die haben alle eigentlich genug Durchschlag, um den zu penetrieren. Vor allem die 9 auf jeden Fall, und auch die 8er haben eigentlich genug Pennen. So, da ist jetzt der XM451, der 9er schwere Panzer der Franzosen. Ich habe geschaut, ob der irgendwie drauf kommt. Aber der steht so hinten, so gut hinter dem Hügel oder hinter der Anhöhe. Aber so also ein bisschen, man sieht, geht eine Outline. Da ist die Kugel mal wieder am Boden versunken, das ist auch teilweise echt. Jetzt fährt er so weit hinten, jetzt wäre ideal zum Schießen. Oder so, mal wenn er stehen bleibt, dann kriegt er halt dann auch eine. War zwar jetzt eher Lol, aber okay. Dann haben wir geschaut, ob ich den nochmal ins Visier kriege, aber der hat dann zwar schon auch noch zurückgezuckt, aber jetzt nicht so. Aber schon schaut es noch bis auf drüben die Heavy-Seite. Schaut nach Runus, steht 5:3, also für uns positiv. Schaden mehr ist jetzt noch, boah, hab 1200 Damage, noch im Rahmen. Bin ja ein bisschen vorgefahren. Ich habe ja auch mit dem Panzer
ein Tarnwert, von daher kann ich mir das erlauben. Und wenn du dann hinter Büschen stehst, dann kannst du nochmal den Tarnwert holen, was von den Büschen. Und dann versucht, dass ich dann hier dem Team da von der anderen Seite ein bisschen helfe. Also einen zusätzlichen Feuerkanal eröffne, also flankiere quasi. Einfach um noch ein bisschen mehr Druck zu machen. Dann da gesehen, dass da der CTC offen ist. Kann einem eine geben. Schöne 470er, also schöne Highwall. Oder halt, ja. Also auf jeden Fall mehr als normal Alpha mit 47. Also das tut dann schon weh, wenn du so Schellen kriegst von so einem, von dem. Versucht, dass ich da auf den Progetto kommen, oder steht hinterm Hügel wahrscheinlich. Die werden da Richtung Mitte zu dem T10 orientiert, ob ich da irgendwie wirken kann. Ging auch sehr gut auf 475 wieder Highroll. Der Pantera kriegt gerade auf den Deckel, das ist halt Papierpanzer, da sollte man sich halt nicht unbedingt erlauben, sofort zu pushen, beziehungsweise wenn du vorpusht und aufdrehst, hast du halt Pech. Und da hinten ja auch noch ein Progetto steht, der wird dann auch voll draufhalten, dann wird's schwierig. Bin dann auch vorgefahren. Knapp daneben gezielt, aber ja, mal passiert. Aber so ein CDC ist jetzt auch nicht gerade so langsam, von daher ist das mit dem Ziehen manchmal auch ein bisschen schwieriger. Der versucht dann da hinzuwirken, aber da steht Haus oder Wrack. Muss dann nicht hinkommen. Der Blindshot war daneben, beziehungsweise der Schuss in die Richtung war daneben. Und zwar der CDC raus, da steht noch ein T54 Lightweight, also ein 9er Scout. Der steht dann auch raus. Da stand der T10. Genau, dass das eigentlich nicht passiert, dass ich aufgehe bzw. dann beschossen werde. Aber wenn man zum Glück wieder Zugang kann, nutzt das Rack hier von den Pantera, um auf den AT-15 zu rücken. Der ist dann raus. Jetzt habe ich gesehen, dass da an unserer Base der Emil 1 ist. Hat mich dann zurückbewegt, aber auf einem Weg, dass ich nicht in der Mitte von dem T10 gespottet werde, dass ich unentdeckt dahin fahren kann, soweit es geht. Ja, ich hätte auch versuchen können, auf den T10 zu wirken, aber ja, muss ich halt dann entscheiden in solchen Situationen, was man macht. Und ich habe halt gedacht, jetzt guckst du mal Richtung Base, wo der Emil auftaucht. Dann fährt er da übers offene Feld, das sollte man auch nicht machen, man kann rausnehmen. Das über unentdeckt. Ich habe Lampe drauf und ja, dann habe ich versucht, da meinem Team da zu helfen, dass wir da den Rest rauskriegen. Da ist wieder der T10-Aufgang, an dem Fall auf der anderen Seite. Hat den ABK umfahren. Der wurde von 50 TP Prototyp rausgenommen, von Premium 8er der Polen. Steht 5:4. 11:10, also wir haben noch 5, der Gegner noch 4. Ich hoffe auch wieder, dass sie da nochmal auf den T10 wirken kann, aber der hat sich dann so dahinter vergraben, dass ich mich entschieden habe, mein Standpunkt zu wechseln, oder mein Punkt auf der Karte zu wechseln, um wenn es geht, getarnt zu wirken, also dass ich nicht aufgehe, dass ich einfach verdeckt spielen kann, weil dann habe ich noch eine reelle Chance. Der T10 hat sich da hinten, oder ist da hinten dann gestorben, gegenüber dem, oder vom GW Tiger P rausgenommen. Ich vermute, da war er dann irgendwo nach der 50 TP und hat es gespottet, oder
ist einfach drauf zugefahren und hat sich spotten lassen. Keine Ahnung. Und da stand es dann 11 zu 11. Wir sind schon bei 3100 Damage und 2 Kills. Wenn dann hier so ein bisschen an der Base positioniert, es gibt da genug Büsche, dass ich da als TD stehen kann. Weil ich habe auch bloß 600 HP noch und ich habe zwar ein bisschen Panzerung, wenn du gut stehst, dann bounce da mal was bei dem. Aber ist jetzt kein Panzerungswunder und habe dann halt versucht von da aus zu schießen. Hat sich der TC ein bisschen bewegt, deswegen ist die Granate, man hat vorher kurz den grünen Punkt zum Durchschlag gesehen. Naja. Hätte er gesessen, wäre schon mal nicht schlecht gewesen, aber hätte wäre wenn. Ich habe dann hier nochmal die Position gewechselt. Sicherheitshalber, um auch Richtung Stadt da unten zu sehen, also Richtung Cap-Punkt, falls der 50 TP von da hinten hochkommt, dass ich dann gleich arbeiten kann und falls er da hinten dann irgendwo auftauchen sollte. Ja. Das ist jetzt hier ein bisschen Warterei, aber es sind noch knapp 10 Minuten zum Spielen waren zu dem Zeitpunkt. Und ja. Das hätte jetzt ein bisschen mit warten. Das ist halt, wenn man halt so eine Situation hast mit 3 gegen 4. Und das auf einer offenen Karte ist halt. Wird halt einfach wurde halt eher langsamer agiert, so das wollte ich sagen, und man sucht sich dann Wege, so wie ich, wo dann eher verdeckt arbeiten kannst, operieren kannst, egal jetzt ob als TD oder als Med, einfach um verdeckt zu arbeiten, um nicht gleich aufzugehen, weil einfach, dass du nichts abkriegst, weil dann versuchst du jedes Quentin HP bei dir zu halten, deswegen habe ich mich ja auch da hinten positioniert als TD. Okay, als TD ist das noch eher so deine Aufgabe, aber ja, ist halt wie gesagt ein bisschen mit Warten beschäftigt, aber meine zwei Teammates kommen jetzt zu mir, der Garde und der Tortoise. Kann er dem T10 schön eine geben, bin jetzt dann offen. Doch so nah war, dass dann das mit dem Fahrwerk doch nichts gebracht hat oder dann einfach aufgischt, dann nochmal umpositioniert, einfach um dem einfach bessere Position zu haben, weil wenn er dann hochkommt, ist es dann auch manchmal blöd, dann lieber nochmal umpositionieren, so wie ich hier hinter dem Busch, bisschen Abstand gelassen, so dass ich nicht gleich dass ich noch den vollen Tarnwertbonus vom Busch habe. Jetzt kommt dann gerade und der Tortoise zu mir. In solchen Situationen sollte man das, wenn es geht, machen, dass man halt eher zusammensteht, weil dann kriegst du eh noch was und die sind zwar beide low HP, aber ja. Wir warten, ob der TC nochmal kommt. Ich denke, dass der rumkommt und versucht mich zu pushen. Da ist er da. Kann eine geben. Gehe leider mit auf, aber das war zu erwarten. Der hat da wie einfach schlecht gezielt. Hätte ich den getroffen, wäre schon raus gewesen und ich hätte mich verdünnisieren können. Weil jetzt habe ich halt einfach mit 300 HP zu wenig. Dass ich da noch einen Schuss kassieren kann, ohne dass. Also, und dass ich Gefahr laufe, dass ich einen auf den Deckel kriege. Weil dann versuchen oder zu hoffen, dass er dann bounced, und passiert dann meistens nicht. Zwar dann auf die Tortoise oder mit der Tortoise beschäftigt. Konnten dann rausnehmen. Aber der hat versucht, noch den 50 TP irgendwie ein bisschen auszuweichen. Aber der war schon so nah, dass auch auf Flucht nicht mehr viel gebracht hätte. Und er kommt mir jetzt dann leider rausnehmen.
So ist leider dann nicht positiv für uns geendet. Also wir haben in dem Fall verloren. Aber wenn halt noch so ein Full Life Heavy ankommt, dann wird es halt schwierig. Für mich persönlich war es vom Damage her, also vom Damage und so, war es eine der oder die beste Runde bis jetzt auf dem WZ. Mit knapp 4,7k Damage und 3 Kills. Und deswegen wollte ich aber die Runde zeigen, weil es halt an sich vom vom Damage her für den 8er schon nice war. Klar, das Ende war nicht gut, aber so ist halt manchmal, trotzdem war es gut und vielen Dank fürs Zusehen. Im Anschluss kommen noch Post-Game-Stats.